warum B2C-Marketing geiler sein kann als B2B-Marketing. Hallöchen, hier ist mal wieder euer Win-Win-Marketer Lars Pilawski und ich sehe gerade so den Trend in den letzten 2-3 Jahren, dass sich viele auf das Thema B2B so versteifen, gerade die Agenturen, die halt sagen, ja, wir wollen Dienstleistungen für große Business-Konzerne machen, weil da einfach mehr Geld rauszuholen ist, weil man einfach bessere Kunden hat und was auch immer da alles hintersteht. Jetzt ist es zwar verständlich, ne, dass du bei B2B, also Business to Business, dein Business macht eine Dienstleistung für andere Businesses oder ein Coaching, dass du da höhere Preise nehmen kannst als B2C, also Business to Customer, dass du Endkunden hast. Aber es hat auch viele Nachteile, die ich bemerken musste, wenn ich mich mit meinen Services im Bereich B2B aufhalte. Und zwar habe ich halt gemerkt, dass es halt als B2C-Marketer bist du halt ein Laden. Du hast Produkte, die du verkaufst und die Leute kaufen bei dir ein. Das heißt, du hast auch ein gewisses Standing, weil die Leute bei dir einkaufen wollen. Bei B2B bist du ein Dienstleister. Das heißt, du bist so ein bisschen der Bittsteller. Die anderen sagen dir, was du machen sollst und du musst das halt als Dienstleister machen. Und diese Gegenüberstellung hat halt noch einen Problemfall. Das ist zwar alles optimierbar, aber bei B2C ist es halt so, du bezahlst etwas und kriegst dann dein Produkt. Das ist kein Problem, da fragt auch keiner nach, weil es sich einfach so gehört, dass du etwas bezahlst im Laden, wenn du dann ein Produkt bekommst. Und das funktioniert halt super in meinem Shop mit den E-Books, mit den Videokursen, mit Tools, aber halt auch mit Dienstleistungen. Auf B2B-Basis sieht das anders aus. Du musst erst ein Angebot machen. Manchmal geht das Ganze über Ausschreibung, dass du noch gegenüber anderen ein Angebot machst. Dann kriegst du Rückfragen. Bis das ganze Ding überhaupt losgeht, hast du schon die Hälfte deiner Energie verbraucht. Dann wird das Ganze umgesetzt. Und im B2B ist es halt auch so, dass dich nicht jeder wie ein Branding oder eine Marke kennt und sagt, der hat's drauf, wir lassen den mal machen, sondern beim B2B laufen Leute lauter Häuptlinge rum. Das heißt, die wollen dir alle erzählen, wie dein Business funktioniert, obwohl sie gar keine Ahnung davon haben. Von daher ist es dann schon mal problematisch, wenn du eine Dienstleistung machst, die dann aber auf Erfolgsbasis zeigt, ob du das kannst oder nicht. Aber der Kunde will, dass du es ganz anders machst, während du schon weißt, es wird eh nichts, wenn wir das so machen. Also du siehst da schon, da ist enormes Konfliktpotenzial dabei. Und das Schlimmste bei B2B ist halt, dass du anschließend, wenn du fertig bist, die Rechnung stellst und dann manchmal Wochen oder Monate lang wartest, bis diese bezahlt wurden. Das liegt auf der einen Seite an der inzwischen recht schlechten Zahlungsmoral in der Krise, dass jeder so lange sein Geld zurückhält wie möglich. Aber es ist auch ein bisschen B2B behaftet, geschuldet, dass es kein Endkunde ist, der dann einfach das Geld überweist, sondern dass es dann erst ins Sekretariat oder in die Buchhaltung geht und das einfach viel länger dauert. Und da musste ich sagen, klar, B2B, da hast du halt hochwertige Kunden, mit denen du dich auf Augenhöhe unterhalten kannst und mit denen du zusammen längere Projekte machst und auch mehr Geld verdienst. Bei B2C hast du aber halt viel mehr Kunden und du hast halt nicht diese ganzen anstrengenden administrativen Sachen dabei, wo ich dann resultiere, ja, eigentlich bin ich mehr für B2C. Und das musste ich in den letzten 1-2 Jahren auch stark bemerken, dass ich viel besser mit B2C umgehen kann als mit B2B. Wie ist deine Meinung dazu? Erzähl mir mal gerne dazu, was findest du besser, B2B oder B2C und warum? Ich bin da gespannt, was da zusammenkommt. Ich gucke mir auch alle Kommentare selbst an und beantworte die auch selbst persönlich. Von daher, viele Grüße gehen raus, viel Erfolg bei deiner Umsetzung deines Business, dein Win-Win-Marketer Lars Pilawski. Bis später.